Kann ich das auch von oben an die Kiste setzen? Ja, klar, ne? Klar. Wir haben zu viele Leitungen hier, ey. So, die Kiste macht man nicht mehr auf. So viel schon mal klar. Hä, natürlich. Das ist kein voller Block. Ach, shit. Nur, ich komme hier leider nicht mehr raus. Ich bin mal pennen. Langweiler. Immer gerne. Ich auch pennen. Obwohl, ich warte noch auf Letzten, der ins Bett geht. Dann kann ich nämlich die ja, Pflanze zu. Das ist einer zu viel jetzt, okay? Gib mir den wieder. Den hier. Lalalalalala. Ach, ist das schön. Das ist ja herrlich. Das funktioniert ja. Es funktioniert! Scheiß Creeper! Ich geh auch mal ins Bett. Oh, wo hab ich den ganzen Seed? Ja, furchtbar hier! Warum ist das furchtbar? Mit diesem Bagage! Genau. Zwei Männer oder eine Frau? Das ist eine Blamasch. So, wo ist der Seed? Dann kann ich den blöden Diamant-Seed endlich zusammenbauen. Hast du einen Diamant-Seed? Boah, ich. Ohne Witz, ich helfe dir gleich gießen. Wir gießen alle. Bauen ja. Gießkanne, wir stehen uns alle dahin und gießen. Ich glaube auch, ey. Gleich mit 5 Gießkannen an dem einen Seed rumgießen. Ja, komm, mach mal. Gießkanne auch mal aus normalen Stone, ne? Stone, Dingspulver. Und eine Bowl, ne? Bauen wir so. Und eine Bowl, genau. Bauen wir gleich mehrere. Warum bitte? Weil die andere ist nur für Peaceful. Die funktioniert nicht sonst. Die mit Bone Meal drüber ist für normal und die andere ist für Peaceful. Baust du mehrere gleich? Ich baue gleich 2. Okay. Wie viel Stone brauche ich? 1, 2, 3, 4. Wir haben genau 2. Ja, komm, Kabel mal, ein Stack Kabel da reinhauen, ist doch gut. Ich mach genau 8 Stück natürlich immer. Okay, dann mach genau 8 Stück. Wo ist der Ofen? Da. Oh, war gerade frei in dem Moment, super. Obwohl, wir können auch ein bisschen mehr Kabel da reinhauen, ne? Ach, so wurscht. Was hast du? Jetzt brauchen wir eine Bowl, ne? Haben wir wahrscheinlich auch nicht im Inventar. Ich hab direkt 2. Doch, 3 Stück. Wie geil ist sind das? 3 Bowls, ja. B-O-W. Ich bin nur B-O eingeben. Ach, da sind sie da, okay. Du hast doch gerade aber jetzt. Nee, okay, so. Wie hier sind nochmal schnell die Dinger, die ich an einem Tank anschließen konnte? Diese Fluid Transport-Dinger da? Fluid Duct. Ja, genau. Fluid Duct. Fluid Duct Opak. Wenn du nicht die teure willst. Ich kann, allerdings habe ich inzwischen Hardened Glas hier. Das heißt, theoretisch könnte ich euch wahrscheinlich sogar. Wie ist die Gießkanne am Ende schon mal? Ich muss wissen, wie ich es. Watering Can, ne? Genau. Watering. Wo ist sie denn? Da. Ach Gott. Und du meinst, ich muss die andere bauen, ne? Die mit Bone Meal oben drüber. Ja. Alles klar. Juhu! Da muss die einmal mit Wasser geladen werden. Ja. Ne? Kannst du aber hier auch an dem kleinen Dings machen, weil. Also hier hinten. Weil die, hier, verbraucht, oder? Die verbraucht kein Wasser dann. Eben. So, hab schon gemacht. So, wo sind die Seeds? Hier, bei mir hinten. Willkommen! Wir sind am Rennen. Oh, da. Oh, das ist aber. Nee, das ist ein Feld außerhalb, okay. Ich hab schon 4. Wow, Massenguss! Meinst du, dadurch geht er schneller? Ich weiß es nicht. Doch. Du erhöhst mit jeder Gießkanne die Tick-Rate. Also im Grunde ist es ja nur ein Zufallsprinzip. Also es wird random bestimmt, aber es geht halt schneller. Und wenn wir das zu dritt machen, dann geht es natürlich noch ein Stück schneller. Jeder sucht sich einen aus und dann... Juhu! Abreißen, los, sofort, neu pflanzen. Haben wir irgendwo Lead? Blei, ja, natürlich, im System. Ich glaube, ich habe 2 Samen gekriegt direkt. Ja, toll. Ja, hau rein. Bei mir in der Kiste müsste auch ein bisschen Lied sein. Das ich hab nur was gefunden. Ne? Du hast die gekriegt? Ja. Muss ich das einfach aus? Ja, es geht hier um Diamanten. Echt, ey. Wir bräuchten eine Fortune Pickaxe jetzt, wäre richtig gut. Ich werf schon alles raus. Sehe, wie abbauen oder irgendein anderer. Oh, wieder 2. Ja. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen was zu essen holen. Wieder 2.
Nee, noch nur. War nur eine, das andere war das andere. Ach, nee, schon vielleicht sollten wir Diamanten dann gleich noch in die Automatisierung mit einbinden. Jetzt müssen wir den in der Mitte gießen, ne? Damit wir alle treffen. Ja. Wir alle auf diese mittlere Pflanze starren. Da ist einer, abbauen. Da ist auch einer, schon weg. Das ist eine sehr spannende Aufnahme. Pflanzen ja, ja. Gießen. Noch sein, Voice. Bye. Sehr gut. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Kaltes, klares Wasser. Oh Gott, Wasser. Ja. Super. Wir haben hier noch 23 drin. Darf ich mir da eine klauen? Ich brauche nur eine einzige. Was? Wir sind ruhig, ja. Da noch eine. Oh. Eine Fluidukt. Ja, hau rein. Gönn dir. So, und dann brauche ich jetzt aber noch. Ach ja, genau. Das. Wollen wir das mit automatisieren gleich, die Seeds? Mhm. Ja, klar. Was schmeißen wir dafür aus dem System raus? Die normalen Essence-Dinger erstmal? Ja, ja. Schmeiß jetzt mal die normalen Essence hin. Okay, dann gib mir mal einen Seed. Nee, zwei Diamond-Seeds bräuchte ich dann. Also die nächsten zwei, die wir jetzt kriegen. Lass uns die einfach abreißen. Und nee, wir machen ja weiter. Wir brauchen auf unseren Neunerfeld, damit wir noch weiter schön das Gießen sich lohnt. Ja, du hast einen Seed in der Tasche. Ja, ich hab's gerade gesehen. Wie viel Seeds hast du jetzt noch? Ich hab keinen mehr. Da sind noch welche. Oh, sind zwei, sehr schön. Das ist gut. Ich hab jetzt einen. Ja. So, dann haben wir einen übrig, aber da hinten müsste noch einer reinpassen irgendwie, genau. War jetzt kein Seed? Wir müssen das neue Feld muss auf jeden Fall, das neue Feld muss auf jeden Fall bestehen bleiben. Ja, bleibt das. Ich hab jetzt einen. Ich bräuchte nur noch einen, dann reicht das okay. Schon. Dann automatisiere ich das komplett. Mhm. Sah aus wie zwei, oder? Nee, doch nicht. Mhm. Gib mir mal dann die Diamant-Essenz. Statt direkt und mit denen, die ich hab. Wir bräuchten eine Fortune-Pickaxe dafür, weil du machst ja Diamantblöcke draus. Ja. Hier. Boah. Danke. Huhu. Reza, du auch? Ich hab zwei Seeds. Okay, ich bin erstmal kurz weg und automatisiere mal direkt. Ja, ist weg. Ne, ich automatisiere das direkt. Dann bauen wir die Blöcke aber mit Fortune ab, ne? Da müssen wir auf jeden Fall Seed. Eine Fortune. Ich glaube, da kommen gar keine Blöcke raus. Warte mal kurz. Ich glaube schon. Ich glaube, da kommt nämlich nur der Diamant raus. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier ersetzt habe. Ist das eine Ecke? Ja, sehr schön. So, klack. Nee, da kommt nur der Diamant raus. Echt? Ein Diamant aus einer Achterdings? Oh. Ja, drei Diamanten habe ich raus. Oh, perfekt. Perfekt. Ich brauche unbedingt. Für die Tesseracts, aber wir brauchen ja auch nochmal. Es braucht ja zwei Diamantzahnräder, Worry. Mein Gott, Laufback, ich hasse das. Das brauchen wir nochmal 8 direkt. Schmeiß weg, was. Komm mal, du hast meine kaputte Ho aufgebaut. Ja, hier. Ja, so lebt der Bauer. So, das heißt ja, insgesamt gießen. Mit der Quarry zusammen. Brauchen wir nachher, wie viel Diamantzahnräder noch? 2, 8? Eine Diamantspitzhacke. Das sind 11. Also 11 brauche ich danach auf jeden Fall noch. Ah. Kommt hier, los. Scheiß Laufback. Ich baue mal schnell die Tesseracts fertig. Hui. Bei dir, Voice. Boah, dass man alles so genial mit Pflanzen erledigen kann und dass es nachher komplett automatisiert laufen wird. Das heißt, wir werden nur noch Ressourcen über Pflanzen kriegen. Ihr seht es schon. Wird easy. Easy peasy. Wird super. Zwei empty Tesseract Frames. Check. Oh, und schon wieder zwei. Und befüllen bitte. Achso, ich brauche, glaube ich, pro Stück 4000, oder? Ne, 1000 nur. Ach, dann nochmal bei Arisa. Das ist ja gut. Schon wieder zwei, was ist das denn? Sevi, wie viel Overclocker kann man denn in der Maschine reindonnern, ohne dass der kaputt geht? In eine IC-Maschine? Kannst du so viele... Advanced Genetics, hier Dingsbums, weißt du schon. Da kannst du eigentlich auch beliebig viel. Ich glaube, bei 8 hört es auf, effizient zu werden. Okay. Dann müssen da noch zwei rein. Okay, so. Rucksack. Platz machen. So. Dafür brauchen wir jetzt nochmal. Wachst, meine Pflanzen wachst. Ja. Ah, da vorne auch.
Silber und Bronze, okay. Echt Bronze? Wir brauchen Dias. Buenos Dias, achso. Buenos Dias? Buenos Dias. Ja, daneben gehauen. Wir müssen unbedingt dann irgendwann die DNA hier automatisieren. Hier fehlt einer an der Ecke. Irgendwie schon. Gut gegangen. Hm. Ja. So. Also müssten wir doch jetzt ein bisschen weiterarbeiten können. Was? Voice, machst du? So, ich hab die 5 Samen, die ich immer habe, pack schon mal in die Automatik rein, ne? So, automatische Feld. Wir haben 2 Tesseracts. Haben wir noch Bücher zu Hause? Jetzt brauchen wir ein Quarry. Bücher haben wir ja, 120 oder sowas. Ja, da muss ich mir mal welche stipitzen. Mach das. Aber wir müssen eigentlich auch noch so einen Verzauberungsraum jetzt bauen, damit wir eine Fortune-Pickaxe kriegen. Das heißt, wir sollten den nächsten Diamanten, also den ich jetzt hier noch habe, nicht dafür verwenden, sondern lieber ein Verzauberungsdings bauen? Nee, Voice da hat brauchst genug, du aber zwei Diamanten machen. Ja, Voice kann auch genug machen. Die hat schon ein paar Dinger jetzt wieder gerade von mir gekriegt. Wir kommen ja jetzt hier eigentlich an Ich brauche noch hier, 11 Diamanten. Hier, das ist ein lila Ding hier. Aufklicken rechts. Sprich zu der Hand. Und dann oben eingeben, was du suchst. Book. Das heißt, ich brauche... Wir haben 380 Bücher, also. Und einfach rechtsklicken, oder wie? Ich brauche 11 Diamanten. Kannst einfach rausnehmen. Nimmst du raus und tust so viel daneben, wie du willst, und tust den Rest wieder oben rein. Ah. Aber wir wollten erstmal einen Verzauberungstisch bauen, oder? Fangen wir mit dem Verzauberungstisch an. Dann brauchst du den Verzauberungstisch, dann brauche ich ein paar Book-Dinger. Was brauchen wir bei Fortune? Wie viel brauchen wir? Wie viele Holzdinger, meine ich? Na, die höchste Fortune-Stufe brauchen wir 15 Stück. Das Maximum halt. Wie brauchst du dafür? Achso. Also 15 Bücherregale, meine ich. Ja. Darum ging es mir gerade. Ja. Dann brauche ich also 30, 45 Bücher. Ja, wir haben 300 und Peng Bücher im System. Ja, ja, ich weiß, wir haben ja das Ding da gemacht. So, 45. Ach komm, machen wir mal 60. Was so, heißt? Enchanting Table. Ich glaube, die muss man aber noch. Nee, warte mal, man braucht noch, ja, genau. Enchanting Table in Folge 74 oder sowas, geil. Wir haben es besser später als nie. Ja, die Frage ist, wo wir das jetzt hinstellen. Wie viel brauchen wir? Ich habe jetzt, wie viele Bookshelves brauchen wir? 15. Gut, ich habe 16 gebaut. Nein, ist ja ein zu viel, was soll's. Wo wir es hinstellen, müssen wir extra einen Raum verbauen. Oben drauf zum Beispiel, da haben wir Platz. Hab ich gehört. Wir haben schon so einen Port nach oben. Wollen wir das in meinen Raum da oben einbauen einfach erstmal? Brauchen wir mal in die Kuppel? Dann müssen wir bis dahin rennen. Ja, ist egal, können wir machen. Dann gehen wir erstmal schlafen, oder? Ja, würde ich sagen. Kurz mal ins Bettchen und dann... Ich habe mir jetzt extra bei mir ein Bett gebaut, damit ich nicht mehr laufen muss. Ich habe mich neben die Voice gelegt. Ich auch. Was auf Voice gelegt? Ihr seid so furchtbar. Arme Voice. Echt mal, die arme Voice. Echt mal, die. Voll platt gelegen jetzt. Aber das wird ja hier eh die ganze Zaubergeschichte und so, dann wäre das vielleicht ganz passend. Ich wollte mir vor allem was zu essen holen. Voice, machst du es hier hin, hier vor. Also, wir brauchen hinten 3. 3, ne? Ja, genau. Perfekt. Und dann seitlich jeweils 3. Ja, dann hast du zu wenig wahrscheinlich. Ja, um es passend zu machen. Aber ist egal, das ist das Maximum, was wir brauchen. Klack. So, jetzt brauchen wir eine Fortune Pickaxe. Das heißt, wir brauchen eine gute Pickaxe. Ach komm, wir nehmen die hier erstmal. Ich habe nur ein Level. Ich habe 35 Level gebär. Ja, die ist zwar hässlich, aber Hauptsache, wir kriegen was mit... Ich hoffe, wir kriegen was mit Fortune. Das wird ja schon, ist ja schon heikel genug eigentlich.